kleine Junge auf die Bühne und verzauberte mit nur einem Wort die Massen. Mama, damit wurde Heinche zum Superstar natürlich. Und alle wollten diese glockenhelle Stimme hören. Nur Heinche wurde irgendwann erwachsen, die Stimme dann auch männlicher. Trotzdem ist der einzige Kinderstar der Musik treu geblieben, hat auch Alben veröffentlicht. Und er hat sich neben der Musik auch ein zweites Standbein aufgebaut. Einen großen Pferdehof in Belgien, wo er mit seiner Familie lebt. Und jetzt, zum 50-jährigen Jubiläum, gibt es ein Duett. Heinche mit Heinche. Wie sich das anhört, bitteschön. Wenn ihn die Menschen auf der Straße sehen, erzählt er, dann stutzen sie oft. Ist er es oder nicht? Und wie spricht man ihn nun an? Heinche? Herr Heinche? Man versucht immer zu fragen, wie willst du am liebsten angesprochen werden bei Interviews? Dann sage ich, sag Hein zu mir, weil ich habe jetzt auch das entsprechende Alter. Und dann kommt bei der dritten Frage, sag mal Heinche, wie war das damals? Ich habe keine Probleme damit. In einem Industriegebiet bei Koblenz treffen wir Hein Simons bei der Arbeit. Hier hat ein Musikproduzent sein Studio, Christian Geller. Der hatte schon die Idee zu Heinos Rockalbum. Und jetzt mit Heinche hat er sich etwas noch Verrückteres ausgedacht. Schauen und hören Sie mal. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelpaar aus Marzipan. Herr Heinche singt mit sich selbst, ein Generationenduett. Solche Pferde wollte ich nicht. Zwischen diesen Aufnahmen liegt ein halbes Jahrhundert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein halbes Jahrhundert lang hat er diese Songs eben nicht gesungen und plötzlich singt er eben mit sich selbst, mit der Kinderstimme zusammen und das ist schon ein, selbst für mich, der ja das auch altersbedingt gar nicht mitbekommen hat, wie das damals war, ist das eine sehr, sehr emotionale Zeitreise. Darauf bekam der kleine Mann. Für den 62 Jahre alten Sänger schließt sich mit dem neuen Album ein Kreis. So tief einzutauchen in die eigene Vergangenheit, da hatte er überlegen müssen. Solche Pferde wollte ich nicht. Super. Erstmal hat er mich überreden müssen, weil ich wusste am Anfang nicht, was er da genau wollte. Ich habe erst gedacht, er würde die alten Lieder nehmen und ich sollte einfach nur draus singen. Dann hat er was ganz Tolles gemacht. Wir haben eigentlich nur die alte Stimme von damals genommen und ich habe neu dazu gesungen. Ein neues Orchester ist da drauf, neue Chöre sind da drauf, es ist neu produziert worden. Es war sehr emotional, sehr schön und ja, das ist eine runde Sache geworden. Ich muss sagen, ich war sehr emotional berührt und vor allen Dingen, was ganz wichtig, witzig eigentlich ist, dass von der Intonation und so weiter gar nicht so viele Unterschiede da sind. Also die Stimme ist zwar tiefer geworden gegenüber die frühere, aber ich glaube, die Mischung ist sehr interessant geworden und ja, passt zusammen. Sehr toll. Eigentlich, sagt er augenzwinkernd, müsste er jetzt nach diesem Best-of-Lebenswerk-Album seine Karriere beenden. Aber das macht er natürlich nicht. Dafür singt er einfach viel zu gern. Zwei Autos, die vor einem Kino brennen und Molotow-Cocktails, die gegen